Wusa. Ja, liebe Leute, ein herzliches Moin. Sonntag, willst du nochmal tanken fahren, morgen wieder arbeiten. Also Sonntag ist nochmal tanken, packst die Frau ein und fährst zur Tankstelle. Ist ja nichts los auf den Straßen so. Und ich kann euch sagen, es ist unfassbar, Leute, es ist wirklich unfassbar. Heute hätte es fast zweimal geknallt mit einem Motorradfahrer. Und zwar einmal mit dem Auto und das andere Mal so. Echt, also da hat echt nicht mehr viel gefehlt. So ein Stück. So ein Stück war es davor, dass das richtig ballert. Es könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich packe Jessica ein. Wir setzen uns ins Auto. Und nun muss man sagen, wir stehen quasi an einer Zufahrtsstraße zu einer Hauptstraße. Wir wollen links abbiegen. Und diese Hauptstraße ist eine 30-Zone, weil da halt eben auch eine Grundschule ist. Klar, Sonntag in der Grundschule, auch zu Ferienzeiten und so, alles gut. Ist natürlich keiner, aber es ist eine 30-Zone und die ist rund um die Uhr, die 30-Zone. Da steht übrigens auch ein Blitzer. So, und von meiner Seite aus gesehen, ich stehe an der Zufahrtsstraße, also in so einer kleinen Stichstraße und will halt eben links abbiegen. Guck links, guck rechts, guck links, guck rechts, nichts da. Und fange an abzubiegen. So, und wenn ich jetzt nach rechts gucke, dann führt quasi diese Straße in eine langgezogene Rechtskurve. Da hinten steht dann auch so ein 30er Blitzer. Den sehe ich aber nicht, weil der ist hinter der Kurve. Und wenn ich nach links gucke, kommt nochmal so eine Rechtskurve. Also aus Fahrtrichtung von der rechten Seite aus gesehen, ist es so, dass man erstmal fährt, dann hat man eine Linkskurve, ja, eine langgezogene Linkskurve, dann kommt ein kurzes gerades Stück, da wo auch die Seitenstraße ist, wo ich raus wollte. Und dann kommt wieder eine recht enge Rechtskurve. So. Blinker links, geguckt, links, rechts und so weiter. Nichts da und fahre in die Vorfahrtsstraße rein. Und bin ungefähr auf der Hälfte von dieser Straße und dann sehe ich im Augenwinkel rechts, wie ein Motorradfahrer angeschossen kommt. Der hat bestimmt, weiß ich nicht, 70, 80 drauf gehabt. Ja, also der muss an dem Blitzer vorbeigefahren sein mit 30 oder was. Und da muss er den Hahn aufgerissen haben und dann hat er Gas gegeben. Von seiner Seite aus gesehen, hinter dem Blitzer kommt diese langgezogene Linkskurve und dann sind auf der linken Seite auch viele Büsche und so, also da, wo wir halt eben raus wollten, auf die Hauptstraße. So, das heißt, der sieht uns gar nicht, aber ich ihn auch nicht, ist ja klar, weil ist ja keiner da. Jetzt kommt er da um die Ecke geknallt und ich bin schon halb auf der Vorfahrtsstraße, Leute. Gott sei Dank, muss man sagen, war das ein Sonntag. Gott sei Dank, dass wenig los ist, weil auf dieser Straße ist in der Woche echt mega viel los. Also er hätte definitiv Gegenverkehr gehabt. Hatte er aber nicht, also ich fahre auf diese Spur rauf, er kommt von hinten angeknallt, der hätte im Leben nicht mehr bremsen können, so schnell ist er gewesen. Dann wäre er in mich eingeschlagen, dann hätte er mich geknallt und er hätte einen richtigen Abflug gemacht. Gott sei Dank hatte er keinen Gegenverkehr und überholt mich. Als er auf Höhe war von meiner Fahrertür, hat er die Kupplung gezogen und Vollgas gegeben, also so vorbei an meinem Auto und zeigt mir den Mittelfinger, so nach unten, ne? Und zeigt mir halt eben den Stinkefinger. In dem Moment pochte das hier oben schon, weil er kam ja schon aus dieser Ecke da rausgehämmert. Und Jessica sagte dann auch schon, so, aber jetzt ist nichts, ne? Oder, was hattest du gesagt? Irgendwie so, ne? Du machst jetzt nichts. Du machst jetzt nichts, ne? Und habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht. So, nun fahren wir hinterher und dann kam, vor ihm kamen dann mehrere Autos. Dann bremste er runter auf 50, dann war nachher wieder 50. Ich fuhr dann hinter ihm, ganz normal. 10 Minuten waren wir hinter ihm, ne? Ja. Locker. 10 Minuten mit hier abbiegen und da abbiegen und hier abbiegen und da abbiegen. Also das Thema war mittlerweile durch. Wir standen auch in der Zwischenzeit an der roten Ampel. Alles war okay, ne? Weil Jessica hat auch gesagt, du machst jetzt nichts. Und dann fuhr ich auch wieder runter und habe gedacht, okay, das war vielleicht einfach eine normale Reaktion. Ich bin auch Biker, ja. So in seinen Augen habe ich ihm die Vorfahrt wohl genommen oder was. Ne? Ich konnte ihn ja gar nicht sehen, so schnell wie der da um die Ecke gehämmert ist. Aber ist auch egal. Er ist an mir vorbeigefahren und zeigt mir halt eben den Mittelfinger. Alles gut. Und habe ich gedacht, komm, lass ihn. Ist okay. Lass ihn. So, nun fuhr er vor uns, so, alles okay, 10 Minuten und dann setzt er den Blinker rechts und will an so einer Straße rechts abbiegen, Leute. Und bevor er rechts abbiegt, zeigt er nochmal den Mittelfinger. Wusa, Leute, Alter. Ja, Jessica Macho. Ich glaube, die hat das sofort gesehen. Ich habe, ohne Scheiß, er ist ja abgebogen dann. Wir wollten eigentlich geradeaus weiter. Ich habe so den Anker geschmissen. Ich habe eine Vollbremsung hingelegt, Rückwärtsgang rein, zurück in diese Straße rein. Und Jessica, nein, lass das, mach nichts. Echt wirklich, ohne Scheiß. Er stand dann zu so einer Einfahrt zu einer Tiefgarage. Da wollte er wohl hin, da wohnt er wohl. Hier in Norderstedt. Und er hat das ja mitgekriegt, dass ich hinterhergeballert bin. Ich dann da verkehrt rum, sogar in die Einbahnstraße rein, ein kleines Stück. Habe mich dann so quer auf den Bürgersteig gestellt und dann raus.
auf ihn zu. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, Leute, das war ein Bruchteil von einer Sekunde. Ja, man kann jetzt sagen, was man will, ja, aber in dem Moment, das hat so gepocht hier oben. Ich war kurz davor, ihm einfach von seinem Scheißbock runterzutreten. Ohne Witz. Ey, das geht gar nicht, Alter. Ich sag mal, im ersten Moment mir einen auf diesen hier zu zeigen, ist okay, aber 10 Minuten später nochmal diesen hier. Ja, ich meine, der kommt da in der 30-Zone mit, weiß ich nicht, mit 80 Sachen da hinter einem Blitzer, reißt er den Hahn auf. Hey, ohne Witz, ich bin dann auf ihn zugegangen. Ich sag, Alter, Digga, da vorne ist 30. Verstehst du? Ich hätte dich fast aufgebockt, Alter. Ich hätte dich fast platt gemacht. Verstehst du das? Du schlägst bei mir hinten im Kotflügel ein und machst einen Gang über mein Auto. Wenn da einer entgegenkommt, wenn du Gegenverkehr hast, kannst du nicht ausweichen bei deiner Geschwindigkeit. Dann schlägst du voll bei mir ein. Ich merke das nicht. Aber du siehst, du machst einen richtigen Abgang, Alter. Du machst einen richtigen Abgang. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Rettungsdienst. Und glaub mir, ich habe schon echt viele Motorradfahrer von der Straße gepult. Und habe ich nur auch gesagt, ich sage, und bin selber Biker. Verstehst du? Wenn ich auf meinem Bock sitze, bin ich auch geisteskrank. Das muss ich auch einstellen, das weiß ich. Ohne Witz. Ist aber dieses hier mir den Mittelfinger zeigen und dann zweites Mal noch hinterher. Digga, das geht gar nicht, Alter. Merkst du überhaupt noch was? Ich sag, wenn du da einschlägst, wenn du bei mir einschlägst, ich merk das nicht, Alter. Ich hab bei mir hinten ein paar Kratzer und eine Beule drinne und du machst den Abflug deines Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gehst du nämlich kaputt. Mal abgesehen davon, wenn da irgendwelche Kinder langlatschen, ja, irgendwie so, und du ballerst damit 80 Sachen lang, du hast gar keine Null-Reaktionszeit. Und dann dieses Respektlose, ne, und das ist das, ne, Respekt, das ist das, was wir alle haben wollen, auch ich. Und dieses Respektlose, zweimal da den Mittelfinger zeigen, beim ersten Mal ist doch okay. Da habe ich gesagt, ist in Ordnung, war eine Reaktion von ihm, alles gut, alles schickilacki. Aber das zweite Mal, 10 Minuten später, geht gar nicht. Und deswegen habe ich da auch den Anker geschmissen. Er saß da auf meinem Bock und vor allen Dingen, wo ich ausgestiegen bin, ich sag, Digga, merkst du irgendwie was? Und er, lass mich das erklären. Da habe ich schon gemerkt, okay, er ist ja auch nicht abgestiegen von seinem Motorrad. Also per se hat er sich, glaube ich, darauf eingestellt, dass er gleich von der Karre runtergetreten wird. Auch wenn ihr jetzt hier irgendwas sagt, so von wegen mit Mittelfinger zeigen, Straftat im Straßenverkehr, meine Dashcam, das ist ja auch alles aufgenommen und so. Alles gut, alles schickilacki, ich mach da nichts draus. Ich glaube, er hat es verstanden. Ich habe ihm gesagt, Digga, ich bin auch Biker, ohne Witz. Ich sag, ich denke da jetzt nur an dich. Wenn du da wirklich bei mir einschlägst in die Seite, ja, dann bist du tot, Alter, das überlebst du nicht. So, wenn du da so einschlägst, dann ist vorbei. Da kannst du noch die geilste Schutzkleidung haben, wie du willst. Ja, dann ist vorbei. Kommt dagegen Verkehr, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du schlägst in mich ein, weil du nämlich zu schnell gefahren bist, oder du fährst frontal in den Gegenverkehr, was unbedingt auch nicht besser ist. In dem Falle konnte er natürlich an mir vorbeiziehen, weil nichts entgegenkam, aber auch da aus seiner Sichtweise eine rechtsgezogen, also eine enge Rechtskurve. Ja, so, also es hätte da auch noch einer kommen können, dann wäre der dem frontal reingeballert, als er mich überholt hat. Leute, also an dieser Stelle, an alle Motorradfahrer da draußen, bitte passt auf euch auf. Ich fahre, wie schon gesagt, ich fahre halt eben auch, wenn ich auf meinem Bock sitze, fahre ich auch nicht normal, bin ich ehrlich. Aber in der Stadt, ja, also mit 80 oder mit 70 oder so, durch eine 30-Zone hämmern, das funktioniert nicht, Leute, das geht nicht. Passt auf euch auf. Die beste Schutzkleidung hilft da nicht. Ne, er saß da auch auf seinem Bock und guckte so, ne, der hat wohl gedacht, ich trete ihn da jetzt runter. Ist natürlich nicht passiert, also ich bin ehrlich, also bei mir, da hat ein bisschen was gefehlt zum Funken, also bin ich ganz ehrlich, aber ich habe ihm dann gesagt, hör zu, ich arbeite seit über 20 Jahren im Rettungsdienst, ich habe so viele Motorradfahrer schon eingesammelt, ohne Scheiß, pass auf dich auf, Mann. Und sagt er, ja, sorry, das mit dem zweiten Finger, das war drüber. Ich sage, ja, auch meine Reaktion jetzt, hier mit Vollbremsung machen und dir hinterher fahren und so, das war auch drüber, alles gut. Ich sage, da entschuldige ich mich auch für. Ich sage, aber das ist mir echt wichtig. Pass auf dich auf, Mann, weil der sah halt eben auch jünger aus, ne, mit Sturmhaube und Helm und so. Er kennt die Leute natürlich nicht so, aber er sah halt eben ein bisschen jünger aus. Leute, passt bitte auf euch auf, wenn ihr auf dem Motorrad sitzt. Ihr habt keine Knautschzone, 0,0. Egal, ob ihr Recht habt, ob ihr Schuld habt, ob euch einer die Vorfahrt nimmt oder ihr nehmt die Vorfahrt jemand anderem. Ihr habt keine Knautschzone. Echt wirklich ohne Mist. Ihr werdet sofort zu 1000% von 100 möglichen werdet ihr bestraft. Egal, was da draußen passiert. Passt bitte auf euch auf. Keule, falls du das nochmal siehst, na, wir haben uns dann ja nochmal die Ghetto-Faust gegeben, ich habe sie dir angeboten, du hast sie entgegengenommen, fand ich mega geil, damit war das Thema auch durch, ja, egal ob Mittelfinger oder nicht Mittelfinger jetzt, Schwamm drüber, fahr vorsichtig, pass bitte auf dich auf, ja, und auf ewige Zeiten, ne, DLZG, die Linke zum Gruß auf jeden Fall, jetzt in diesem Sinne nochmal, pass auf euch auf da draußen, wenn ihr biket, denkt dran, das Schicksal bestraft euch immer wirklich am härtesten und sofort. In diesem Sinne, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Sivi.